So, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Oliver Gassner und ich sende wie immer live, ungeschnitten und frisch von der Webcam. Heute mal wieder, also heute eigentlich schon die zweite Sendung, aber die erste zu, ja, die zweite Review, wenn man so will. Aber diesmal zu einem bereits ausgepackten Buch, nämlich Kurt Tucholsky, Werkausgabe Band 3, 1921 bis 1924. Wie ich, glaube ich, schon in allen zwei vorhergehenden Bandrezensionen gesagt habe, also übrigens ein ziemlich ordentliches Bändchen, ja, also ziemlich dick, gesagt habe, es ist eigentlich gerade eine ganz gute Idee, Tucholsky zu lesen, aus verschiedensten Gründen. Einerseits natürlich aus politischen Gründen, weil er immer mal wieder so en passant mitdokumentiert, wie in der Weimarer Republik bestimmte Dinge schiefgelaufen sind. Aber auch, was mir immer mehr auffällt, so ein bisschen die... Er dokumentiert, also manchmal verwendet er eine Sprache, wo man denkt, oh, das so haben die damals schon geredet, also irgendwelche Slang-Ausdrücke, irgendwas. Dann beschreibt er manchmal sehr scharfsinnig bestimmte gesellschaftliche Zusammenhänge, die, wo man dann sagt, aha, darum ist das so, wie es jetzt ist. Also, was weiß ich, im preußischen Beamtenstaat und so weiter und so fort, aber auch ganz viele Kleinigkeiten, kulturelle Dinge und so weiter und so fort. 21 bis 24, wie gesagt, eigentlich sollte ich jedes Mal, bevor ich so ein Band bespreche, nochmal nachlesen, was da in seinem Leben vorgegangen ist. Das ist aber jetzt auch die Phase, wo er nach Frankreich gezogen ist, beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, ob er nach Paris gezogen ist oder anderswohin. Auf jeden Fall haben wir neben den üblichen Texten, wo er sich über die politischen Unzustände und zum Teil rückwärtsgewandten Publikationen von rechter Seite und so weiter auslässt, haben wir sehr, sehr schöne einerseits sehr, sehr schöne Reiseberichte, vor allem gegen Ende, so 23, 24. Aber auch, ich glaube, auch von 1924, die eine sehr beeindruckende Reportage, wo er Schlachtfelder besichtigt. Ich glaube, Verdun. Ja, Verdun. Und das ist schon sehr ergreifend, wie er da einerseits das beschreibt, was man sieht, und dann so in seiner Fantasie drüberlegt, wie es davor war. Er selber war nicht in Verdun, aber er kann sich es halt relativ gut vorstellen, weil er auch im Ersten Weltkrieg im Einsatz war. Aber ich glaube, die haben Gräben gegraben und solche Dinge gemacht. Also ich glaube, er war nicht im Kampfeinsatz. Und dann sehr, sehr liebevolle, also einerseits zum Teil politische Beschreibungen des politischen Paris, also von einem Pazifisten, der da im Parlament war und der relativ bald nach Kriegsbeginn umgebracht wurde, der da in den Pantheon einzieht und beschreibt die ganzen Demonstrationszüge, die da passieren und wie sich die Kommunisten und die Sozialisten nicht verstehen und so weiter und so fort. Oder ich glaube, ein Exilspanier. Und da merkt man dann auch, also so das, was man in meinem Alter von der spanischen Geschichte mitgekriegt hat, das ist im Unterricht zumindest relativ knapp. Maximal noch irgendwie Faschismus unter Franco, aber es scheint wohl auch zur Zeit, also zwischen den Weltkriegen schon, da diverse rechtsgerichtete Regierungen gegeben zu haben in Spanien. Und da gab es einen, der da geflohen ist und der da so einen Vortrag hält und so weiter, solche Dinge dokumentierte.
Aber dann eben macht er auch wirklich sehr, sehr schöne Reisereportagen. Ein bisschen weniger Lyrik als früher oder Gedichte als früher. Also das sind so die beeindruckenden Sachen. Weniger, also das, was es vorher zum Teil gab, so satirische Kurzgeschichten, zum Teil sogar Science-Fiction-Kurzgeschichten, das ist verschwunden. Das ist mir nicht mehr aufgefallen. Das kann ich mal vielleicht irgendwo zufällig aufklappen. Vielleicht fällt mir dann noch was in die Hände hier, woran ich mich erinnere. Aber muss mal Lesezeichen mal wieder rausnehmen hier, damit ich es ins andere Buch reintun kann. Ja, es gibt halt wirklich, also es ist vieles, man würde sich für vieles eine Kommentierung wünschen. Also ich weiß nicht, ob es inzwischen eine kommentierte Trolski-Ausgabe gibt, weil er viele Sachen doch andeutet, die man dann nicht immer ganz auflösen kann. Aber na, auch der 1921 bis 1924 Band ist wieder eine Leseempfehlung. Es gibt die Kurt Tucholsky Gesamtausgabe für fast kein Geld im Buchhandel. Also wenn man mal was Ordentliches lesen will, was eben in vielen kurzen Texten stattfindet, dann kann man das lesen. Und das, was man so, also das erste von Tucholsky, was ich gelesen habe, das stand bei uns im Regal, ein Taschenbuch, Panther, Tiger und Co. Und das war doch schon sehr auf Entertainment getrimmt. Also da waren wirklich eher nur die witzigen Sachen drin. Die waren zwar dann punktuell politisch, aber so diesen etwas lyrischen, diesen etwas romantischen Tucholsky. Also es gab so eine Stelle, wo er eben beschreibt, wie er durch so einen französischen Ort geführt wird von einem Fremdenführer, der ihn dann fragt, ob er dann die und die Höhlen, die Marienhöhlen oder irgendwas auch noch sehen will. Und er da in seinem Sonntagsanzug durchrobbt und der andere ihn dann fragt, ob er sich jetzt umziehen geht. Und er sagt, er hat nur das dabei, das andere ist auf der Bahn, die ganzen anderen Klamotten und so, wie man sich dann vorstellt, wie Tucholsky komplett in Lehm eingeschmiert in seinem Sonntagsanzug dadurch durch die Stadt läuft oder so. Also auch diese Selbstironie und solche Dinge. Das ist alles sehr, 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 sehr schön und anrührend auch zu lesen. Gut, wie gesagt, erneute Leseempfehlung, Kurt Tucholsky, gesammelte Werke, in dem Fall Band 3, 1921 bis 24. Und ich bleibe weiter dran. Also ich hoffe, dass ich nicht langsamer anfange, Tucholsky zu lesen, als es geschrieben hat, sonst hätte ich noch einiges vor mir. Okay, bis dann. Bye bye. Ich freue mich über Weiterempfehlungen des Kanals. Ich freue mich über Däumchen nach oben. Ich freue mich, wenn ihr nach dem Abonnieren auch die Glocke drückt. Wenn es Fragen gibt, bitte gern in die YouTube-Kommentare oder die Kommentare im Blog. Ich denke, ich werde das jetzt also nicht ausnahmsweise, ich werde es bei blog.literaturwelt.de verbloggen, damit ich da auch mal wieder einen kleinen Beitrag habe. Okay, bis dann. Bye bye. Lebt lange und in Frieden und möge der Saft mit euch sein. Bye bye.